die, die es jetzt nicht nutzen, die machen einen Fehler, weil sie einfach langsamer sein werden, Nachteile haben werden. Du kannst nur davon profitieren. Natürlich ist auch eine gewisse Gefahr dabei. Fakt ist, wenn du dich jetzt nicht damit beschäftigst und lernst, richtig AI zu nutzen und genauso wie ich lerne, richtig zu googeln, um das für mich zu nutzen, lerne ich halt jetzt richtig Prompts in ChatGPT zu schreiben. Und von daher glaube ich schon, dass das eine Sache ist, die jetzt jeder machen sollte. Und alle, die es nicht machen, werden Nachteile haben. Es wird sicherlich Jobs geben, die darunter leiden werden. Die Frage ist, was mache ich denn, wenn ich so einen Job habe und Angst davor habe, wenn ich im gleichen Job wie jemand anderes bin und bin eben in der Lage, meine Arbeit effizienter zu gestalten, schneller zu sein, dass ich da einen Vorteil haben werde. Und wenn du jetzt sagst, wenn ich nicht mal im gleichen Modell die gleiche Antwort kriege und in den unterschiedlichen Modellen wahrscheinlich auch unterschiedliche Antworten, wie verlässlich ist denn dann das, was da rauskommt? In jedem Fall, wenn ich ChatGPT nutze oder irgendein anderes AI-Tool, das mir Ergebnisse gibt auf eine Frage, sollte ich doch irgendwie validieren, was da rauskommt. Egal, in welcher Situation ich bin. Ja, und das mit dem Validieren, das gilt natürlich auch für alle anderen. Auch wenn irgendeine Person vor einem steht, mitdenken hilft immer. Niemand weiß alles, niemand ist sich 100% bei allem sicher. Herzlich willkommen zum Pinot und Pixel Podcast Folge 59. Hervorragend. Mit Alex und mir, Lukas. Wir sprechen heute ein bisschen über den aktuellen Stand in der AI-Welt, weil das Thema ja doch komplett durch die Nachrichten rauscht. LinkedIn ist voll. Ich war vorher in der Web3-Bubble und ohne irgendwas angefasst zu haben, ist aus der Web3-Bubble eine AI-Bubble geworden. Und auch so in den Nachrichten hört man, dass Schüler mit AI in Prüfungen schummeln und dass AI Jobs ersetzen wird. Und muss man das jetzt verbieten? Muss man das nicht verbieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Darüber sprechen wir heute. Genau. Und ich habe Freitag Vorlesung gehalten auf der Fachhochschule in Eisenstadt. Und auch da war es ein Thema AI und Krypto. Und kleiner Spoiler, ich habe gefragt, wie viele von euch können Eigenschaften von AI nennen und wie viel von Krypto? Und da kam einiges. Und dann habe ich gefragt, wie viele von euch nutzen Krypto? 0%? Also Krypto-Blockchain-Technologie, das ist wichtig, weil viele denken oft an die Währung. Wer nutzt Blockchain? 0%. Wer nutzt AI? 100%. Ja, also von daher. Ja, ich glaube, hat vor allem auch damit zu tun, dass so gut wie alle Produkte, ob es jetzt Apps, Softwareprodukte sonstiger Art oder, ja, okay, eigentlich ist es nur Software, aber iPhones generell, also die Betriebssysteme, eigentlich steckt fast überall AI drin und du kannst fast nicht ohne AI durch den Tag kommen. Bewusst oder unbewusst ist die Frage. Weil bewusst würde für mich bedeuten, ich setze mich an chat.openai.com und stelle eine Frage. Und unbewusst heißt, ich nutze irgendeine Everyday-App, die mir irgendwas mit AI im Hintergrund macht, was ich vielleicht gar nicht checke. Sowohl als auch, weil überall steht jetzt ja dick und fett drauf, wir nutzen OpenAI, um hier unsere Features voranzubringen. Also das ist ja regelrecht zu einem Verkaufspunkt geworden, dass man jetzt AI benutzt und deswegen das krasseste Produkt am Markt hat. Wie stehst du denn generell zu AI? Heutiger Stand, wie weit sind wir technisch? Macht es Sinn, dass ich mich damit jetzt beschäftige? Also ich spreche jetzt mal einfach nur aus meinem Alltag. Also ich schreibe ja relativ viel Software und ich nutze auch ein paar Software-Tools. Also gibt ein GitHub Copilot. Das ist quasi ja, ein Copilot fürs Programmieren. Es schlägt dir Code-Schnipsel vor, die du wahrscheinlich im nächsten Step brauchen wirst. Also du musst dann quasi entscheiden, ja, das ist das, was ich brauche oder nein, ich schreibe noch mal ein Wort dazu und guck dann, ob es das ist, was ich brauche. Gerade wenn es um einzelne Funktionen geht, ist es ein super Tool. Also nicht für den gesamten Überblick, um die gesamte Architektur zu designen. Okay, jetzt wird's technisch, aber für so kleine nervige Aufgaben ist das schon extrem hilfreich und das gibt mir extrem viel Speed, den ich sonst nicht hätte. Und das Tool kostet gerade für mich $10 im Monat. Und ChatGPT ähnlich, also kostet entweder for free oder kostet $20 im Monat. Aber auch da, also den Produktivitätsgewinn, den man davon trägt, ist unglaublich, wenn man weiß, wie man damit richtig umzugehen hat. Und ja, wenn man entscheiden kann, ob das, was da jetzt als Output rauskommt, auch dem Zweck dient. Das ist mir noch aufgefallen. Hatte ich auch ein bisschen anders eingeschätzt am Anfang. Ne? Okay, jetzt schmeißt man da irgendwas rein und dann kommt die perfekte Antwort zurück. Aber ich
Ich habe auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet, die ChatGPT oder andere Technologien nutzten in ihren Workflows. Da fällt schon auch auf, dass man doch noch entscheiden muss, was jetzt gut ist und was schlecht ist. Es ist eigentlich so, als würdest du einen Freelancer oder einen Mitarbeiter anleiten, sage ich mal. Jetzt auch meine Frage gewesen, ist es, also ich brauche schon ein gewisses tiefergehenderes Wissen, um zu wissen, ist das jetzt sinnvoll, was er mir vorschlägt oder nicht. Ich mache sicherlich auch mal Fehler, probiere was aus, aber ich kann mich jetzt da nicht ransetzen als Noob, weil ich eine Idee habe und der programmiert mir das. Also es ist eher eine Arbeitsunterstützung als ein Ersatz. Kannst du schon. Also es gibt schon Leute, die das erfolgreich machen. Es ist dann aber vergleichbar mit den Script-Kiddies, ein abwertender Begriff von Kids, die irgendeinen Code im Internet zusammen kopieren und dann testen, ob es funktioniert, und im Endeffekt hat man einen riesigen Haufen Spaghetti-Code, wo alles Mögliche drin ist, falsch ist, um die Ecke gedacht ist. Wo wollte ich hin? Es ging um deinen Alltag. Die spannende Frage ist, wie siehst du den Alltag? Und du nutzt es offensichtlich fürs Arbeiten sehr viel. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die es nicht nutzen, dass die verschwinden werden. Weil wenn du jetzt auch überlegst, als Softwareentwickler in einem Unternehmen, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, das kann man aber auf alles mögliche übertragen, sei es jetzt Copywriting, Marketing-Ideen, irgendwelche Konzepte entwickeln, es sind Entwürfe für alles mögliche, was irgendwas mit Text zu tun hat oder auch mit kreativen Aufgaben. Du bist halt einfach ohne AI halb so schnell. Langsamer. Wenn nicht sogar noch langsamer. Und die Qualität ist auch nicht so gut, weil du kommst halt so nicht auf alle Ideen. Also es ist jetzt nicht so, dass man ChatGPT, also jetzt im Beispiel von ChatGPT, dass man ihm alles vorkauen muss, sondern er bringt auch eigene Ideen mit ein, eigene Ideen, sage ich jetzt mal. Aber die kann man schon auch nutzen, und manchmal sind da doch Aha-Momente dabei, wo ich mir denke, nicht schlecht, das hast du ganz schön gut gemacht. Von daher glaube ich schon, dass sich das langfristig durchsetzen wird, gerade im Tandem. Mhm. Wie nutzt du denn ChatGPT? Aus deiner Sicht ist jetzt vielleicht nicht so lame, die ganze Zeit von mir aus meiner Softwarewelt was zu hören, sondern ein bisschen was aus der Marketingwelt. Ich meine, das sind ja zwei Perspektiven. Die erste Frage, mit der ich gestartet bin, war ja eher, wie siehst du denn AI generell und wie siehst du es auch, ich sag mal, gesellschaftlich in der Entwicklung dieser Monate, Jahre. Und ich glaube, dass es nicht, dass es sich durchsetzen wird, sondern es ist da, es hat sich durchgesetzt und es wird nie wieder verschwinden. Und ich bin zur gleichen Meinung wie du, dass ich sage, die, die es jetzt nicht nutzen, die machen einen Fehler, weil sie einfach langsamer sein werden, Nachteile haben werden und eben auch nicht davon, ich sehe solche Sachen immer positiv, ja, du kannst nur davon profitieren. Natürlich ist auch eine gewisse Gefahr dabei, das wird auch gerade sehr krass durch die Presse gezogen. Fakt ist, wenn du dich jetzt nicht damit beschäftigst und lernst, richtig AI zu nutzen, und ChatGPT ist halt nun mal der Hauptanwendungsfall, ja, genauso wie ich lerne, richtig zu googeln, um das für mich zu nutzen, lerne ich halt jetzt richtig Prompts in ChatGPT zu schreiben. Und von daher glaube ich schon, dass das eine Sache ist, die jetzt jeder machen sollte, und alle, die es nicht machen, werden Nachteile haben. Es wird sicherlich Jobs geben, die darunter leiden werden. Vielleicht gibt es auch Jobs, die komplett ersetzt werden, mit Sicherheit. Die Frage ist, was mache ich denn, wenn ich so einen Job habe und Angst davor habe? Wenn ich mich jetzt damit beschäftige, habe ich die Chance, meinen Job vielleicht kreativer zu machen, effizienter. Ich kann mich ja hervorheben, kann mich spezialisieren, kann umschulen, was auch immer. Und dann wird es auch Jobs geben, die halt dadurch einfach viel, viel besser werden. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass bestimmte Beraterkonzepte von Menschenhand nicht mehr notwendig sind, weil AI einfach Konzeptarbeit sehr, sehr gut verrichten kann. Wenn es aber wieder darum geht, deine Erfahrungswerte einfließen zu lassen, was ein Stück weit in AI schon integriert ist, aber eben nicht so leicht rauszulesen vielleicht, dass da schon wieder Menschen notwendig sind. Wenn es um Kreativarbeit geht, wird es, glaube ich, auch eine Mischung sein, dass du sagst, gib mir mal Vorschläge und ich starte dann meinen Kreativprozess mit mir oder mit dem Team vielleicht. Oder es ist andersrum, dass ich sage, wir sind mal alle kreativ, geben das mal als Vorschlag irgendwo rein und machen dann die operative Umsetzung als Marketingbeispiel. Journalismus wird ein spannender Bereich sein, hatten wir auch mal ein kurzes Gespräch dazu an der Uni. Für mich gibt es ja mehrere Arten von Journalismus. Ja? Es gibt diesen klassischen, ich nehme den Artikel vom dpa und nehme das Originaltextformat und schnallt irgendwo rein. Die Newsletter, die wir für unser Weekly Update nehmen, 90% der Texte aus drei verschiedenen Quellen sind komplett identisch, weil die halt von der Presseabteilung der jeweiligen Firma da kommen.
wenn du sagst, du bist jemand, der da noch recherchiert und so weiter, was zusammenträgt, das würde ich sagen, ist besser mit AI, schneller möglich. Und dann gibt es so Sachen wie Investigativjournalismus, wo ich Sachen aufdecke, wo ich aktiv forschen muss, wo ich selber als Mensch irgendwo reinkrieche, vielleicht auch so, ne, die ja manchmal in gefährlichen Gebieten unterwegs sind und sowas. Das wird eine Sache sein, die ohne Menschen in meinen Augen nicht funktioniert, zumindest nicht die nächsten Jahre. Das stimmt. Ja, deswegen, also wenn ich jetzt an einer Stelle wäre, wo ich sage, ich habe Angst davor, dass mein Job dadurch ersetzt werden könnte, witzigerweise ist das bei vielen so die operative Ebene, so Blue-Color-Style. Ich glaube, bei denen wird es weniger gefährlich als bei dieser mittleren Management-Schiene, so White-Color-mäßig. Ja. Und ich würde mich auf jeden Fall jetzt damit beschäftigen, um zu schauen, wie kann ich effizient arbeiten oder lernen. Ist ja auch spannend. Ja. Ich würde noch einen Satz ergänzen für diejenigen, die Berührungsängste haben, weil es ist schon ein bisschen strange, in einem Browser auf eine Webseite zu gehen, um dann so einen ziemlich sterilen Chat zu befragen. Es gibt mittlerweile in Snapchat ein Tool, das fast das Gleiche kann. Ja. Also ich habe heute mal so ein bisschen diktierfunktionsmäßig da Fragen rein, die mir so im Kopf rumgegeistert sind während der Heimfahrt. Und das Viech beantwortet dir das halt alles. ChatGPT hat jetzt auch eine App. Es gibt 100. Beim ersten Mal habe ich auch nicht die richtige gefunden, aber die ich mir jetzt, weiß nicht, vorgestern oder so runtergeladen habe, da habe ich es mir quasi aus der sicheren Quelle runtergeladen. Okay. Ja, also ich bin auch, man darf da jetzt nicht in die Schockstarre verfallen und muss auf jeden Fall sich mit auseinandersetzen, weil sonst, man kann es nicht aufhalten, man muss damit gehen. Du hast ein paar Beispiele mitgebracht aus unterschiedlichen Bereichen des Alltags. Vom, ich sag mal, vom Tech-IT-Bereich hast du schon gesprochen, hat sich viel getan bei Applikationen, die das alle im Bauch haben. Manchmal darüber reden, manchmal nicht. Du hast dann ein Beispiel von deiner Arbeit erzählt, wo du sagst, im Coding gibt es so eine Art Vorhersage-Auto-Vervollständigen-Modus. Finde ich ein mega spannendes Konzept. Und das wird es mit Sicherheit auch noch weiterstufig geben. Hast du noch andere Sachen aus dem Tech-Bereich, wo du sagst, macht Sinn, das mal zu erwähnen, damit die Menschen da draußen sich damit beschäftigen können? Fällt mir schwer, gerade irgendwas zu nennen, weil ich habe gefühlt überall, also alles Mögliche gibt es an AI-Quatsch. Also vieles ist, also ja, es ist schon ein bisschen Quatsch dabei teilweise, aber die meisten Sachen sind ja nützlich. Es gibt so viel AI-Kram, da fällt mir gerade gar nicht ein, was es da alles gibt. Hast du ein paar schöne Beispiele, die dir gerade anfallen, wo du sagst, ich als Normalo kann mich damit beschäftigen, wenn ich im Bereich A, B, C, D unterwegs bin? Also wir hatten Midjourney zum Beispiel schon ein relativ einfach zu bedienendes Tool, das unglaublich gute Bilder macht. Das ist jetzt kein richtiger Use Case, den ich schon irgendwo gesehen habe als Implementierung, aber es gibt schon auch gerade, was bei Chatbots so abgeht, extrem coole Features. Also von Shopify hatte ich dir letztens mal einen Link rüber geschickt, für die, die es hören und mal schauen wollen. Die Shop.app ist das, glaube ich, von Shopify. Die haben auch so ein AI-Shopping-Bot entwickelt, wo du quasi deinen Wunsch oder deine Bedürfnisse reinschreiben kannst und der durchsucht dann das ganze Shopify-Shop, die ganze Shopify-Shop-Datenbank nach den passenden Produkten und gibt dir da quasi eine Kaufberatung. Ich habe es einmal ausprobiert mit einem, ich weiß nicht, was ich da suchen wollte, einen süßen Wein, glaube ich. Und dann hat er mir da direkt eine Liste voller Weine vorgeschlagen. Also, obwohl er hat vorher noch gefragt, ne, wie soll er sein? Eher die Region, hast du irgendwelche Vorlieben? Also, das ging schon so ein bisschen in eine kleine Beratung rein. Und dann wurde ich zu den Shops weitergeleitet. Das ist schon cool. Ich glaube, das wird jetzt im nächsten Step noch vermehrt kommen, weil da auch viel noch zu optimieren ist, gerade in so Shops und auf Webseiten. Glaubst du, dass es da das Google-Modell geben wird? Gerade für den Anwendungsfall jetzt. Normalerweise würde er die Shops 1 bis 147 finden und sich ein bisschen tiefer durchfragen. Oder Shop 74 zahlt Geld dafür, dass er mehr gefunden wird? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Es müsste auf jeden Fall kommuniziert sein, weil sonst ist die Suche ja sinnlos, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich denk mal schon, dass das auffallen würde, wenn da geschummelt wird. Wie würdest du beschreiben, wie ChatGPT heute arbeitet, beziehungsweise was die Antwort wert ist, die es ausspuckt? Weil wenn ich früher gegoogelt habe, hat er logischerweise oder normalerweise die Seiten gefunden, die am höchsten gerankt waren, sprich, die am häufigsten geklickt wurden. Und dann kam irgendwann SEO ins Spiel. Dann haben die Leute verstanden, was sie auf ihre Webseiten schreiben müssen, damit sie relevanter werden. Dann kam das Bezahlmodell dazu. Und irgendwann war das ja eher so, ich dränge die Suchanfragen in meine Richtung. Ja, entweder bezahlt oder unbezahlt.
Bei ChatGPT ist es ja heute so, ich sag mal so Google-Modell Stufe 1, ich nutze mir den Konsens und was das Modell glaubt, das für mich die größte Relevanz hat. Jetzt ist die Frage, glaubst du, Menschen zahlen irgendwann dafür, dass sie die Relevanz verändern oder nicht? Da schweifen wir eigentlich schon in einen Punkt ab, der für gleich irgendwann auf der Agenda steht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einsteigen wollen oder ob wir das auf hinten verschieben. Ja, das Geschäftsmodell bei den LLMs, das sind diese Large Language Models, also ChatGPT, Googles Bard und es gibt auch noch Llama von Facebook und noch so ein paar andere. Und die sind alle recht gleich stark. Es gibt aktuell zumindest keine Möglichkeit, sich da groß voneinander abzuheben. Also von Google ist die letzte Woche, ich weiß nicht, ob es jetzt noch in den letzten 7 Tagen waren, aber auf jeden Fall vor kurzem ist ein Dokument veröffentlicht worden. Es sollte nicht an die Öffentlichkeit gelangen, aber ein Google-Mitarbeiter hat gesagt, dass weder Google noch OpenAI eine Competitive Advantage gegen andere aufbauen können. Weder gegen andere Konzerne, die Milliarden reinbuttern und sagen, okay, wir investieren jetzt richtig Kohle, um damit richtig viel Geld zu machen, noch gegen die Open Source Community, die einfach sagt, okay, ich habe hier Bock drauf und wir optimieren jetzt das Modell, so dass es immer kleiner wird und immer schneller läuft und man weniger Ressourcen braucht, um es auszuführen. Das ist halt ein Problem, weil wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest, zu sagen, okay, ich mische meine Suchergebnisse bezahlten Werbepartnerschaften, dann verlierst du, wenn du keine Advantage hast, im Sinne von, okay, die Qualität ist jetzt exorbitant besser, dann verlierst du natürlich die Leute, weil niemand möchte Suchanzeigen sehen. Alle Leute wollen einfach nur ihre Ergebnisse haben. Und dann fällt natürlich die Wahl auf so Open-Source-Modelle und dann ist das Geschäftsmodell auch wieder vorbei. Ist es nicht heute so, wenn ich nach was suche, dass ich das Ergebnis haben will, von dem ich auch selbst glaube, dass es der Wahrheit am nächsten kommt oder die größte Relevanz hat? Beispiel, ich suche, keine Ahnung, Sneakers einer Firma XY in der Größe 45. Und dann habe ich meistens schon das, keine Ahnung, Rival X250, den Namen, weil er mir gefällt, der Schuh. Und im Endeffekt will ich doch dann eigentlich, dass er mir einen Shop ausspuckt, der Idealfall der günstigste ist, der vertrauensvoll aussieht, wo ich schnell bezahlen kann und wo ich nichts für den Versand bezahle. Mhm. Ja, und jetzt kann es ja sein, dass der Shop, der diese 2 von 4 Eigenschaften erfüllt, der ist, den ich mir am Ende auswähle und die AI würde mir aber was anderes vorschlagen. Ja. Oder sie schlägt mir 4 Sachen vor und ich suche mir einen raus. Keine Ahnung. Das Modell ist ja nur so gut, wie die Informationen, mit denen es trainiert wird. Das heißt, wenn du dir jetzt irgendwas sehr Nischiges nimmst, was heute dem Modell kaum oder nicht bekannt ist, banales Beispiel, der greift auf alle Webseiten der Welt zu und es gibt nur eine Webseite zu Lukas Scholten. Jetzt setze ich einfach 1000 Webseiten auf, wo draufsteht, dass du ein 57-jähriger ehemaliger Baseballstar bist. Copy and paste, schiebt das einfach in die Welt raus, dann müsste das Modell doch eigentlich denken, dass du das bist. Kann schon gut sein. Also das geht so ein bisschen in die Richtung von AI-generated Content. Ne? Das ist jetzt ja auch rauf und runter gerattert worden. Ey, schreib damit einfach einen Haufen an Blogartikeln und ich habe auch schon Tools gesehen, das sind Shopify Add-ons und auch so ein paar Tools bei GitHub, ein bisschen Underground, aber das kannst du quasi in deine Website einbinden. Und das ist, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, wahrscheinlich irgendwie mit der Google Search Console verbunden. Also das ist das Dashboard, wo du sehen kannst, wie gut deine Seite performt. Und dann in Kombination mit den Google Trends und so werden dann automatisch Blogartikel geschrieben, die dann deine Seite besser ranken lassen. Also so SEO-optimierte Blogartikel. Mhm. Da kam jetzt auch vor kurzem noch ein Update von Google selbst raus. Statement, AI-generierter Content wird nicht schlechter gerankt. Schreib dein Content mit per Hand für einen Freelancer, schreibt ihn mit AI. Es kommt wie immer darauf an, ob er einen Mehrwert bietet und wie gut die Qualität ist. Also wenn du jetzt einen schlechten Artikel so per Hand schreibst, dann wird er schlecht gerankt und wenn du einen guten Artikel per AI schreibst, dann wird er gut gerankt. Worauf ich hinaus wollte ist, Spam wurde da drin nämlich auch erwähnt. Also wenn irgendjemand automatisiert
mit AI oder ohne AI Artikel erstellt. Das erkennt Google, das möchte Google erkennen und dann auch dementsprechend bestrafen. Und daher denke ich, die Webseiten, die du erstellen würdest, die würden untergehen, hoffe ich. Wenn Google einen guten Job macht, dann gehen die unter. Also du warst ja sehr fleißig, hast mal ein paar Punkte zusammengetragen. Du hast jetzt zum Beispiel über Tech haben wir schon gesprochen, zum Thema Wirtschaft hast ein paar spannende Sachen dabei gehabt. Wir haben über das Thema Produktivität von Mitarbeitenden gesprochen. Du hast die LLMs angesprochen. Jetzt hast du ja eben erwähnt, vielleicht nehmen wir das als Aufhänger, dass die großen Modelle gegenüber Open Source genauso wenig Vorteile haben, wie es vielleicht kleinere Modelle sind. Und ich glaube, das, was vielleicht viele sich auch fragen, ist, gibt es jetzt die eine AI, gibt es drei verschiedene AIs oder arbeiten die eigentlich alle mit einem großen Modell, wo unterschiedliche Schichten drauf sitzen und jede App ihr eigenes Ding an dieses Modell anschließt? Sowohl als auch. Also es gibt natürlich verschiedene Modelle. OpenAI nutzt ein eigenes, Google nutzt ein eigenes. Ich denke mal, die haben jetzt nicht die gleiche Basis. Keine Ahnung, die kennt ja niemand. Die sind ja geheim. Okay. Aber Facebook hat vor längerer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, ob es aus Versehen war, haben die ihr Modell geleakt. Die haben den Source Code veröffentlicht, oder? Dieses Llama-Modell ist die Grundlage von den ganzen Open-Source-Modellen, also vom Alpaca-Modell und eigentlich, ja, also die Open-Source-Community baut gerade auf diesem Llama-Modell und auf den vorhandenen öffentlichen Modellen, die vorher teuer trainiert worden sind, weil das Trainieren ist natürlich teuer. Du hast quasi eine Datenmenge, wo Gewichtungen drin sind. Diese kannst du optimieren. Ne? Da kannst du dann alles Mögliche noch drüber trainieren, also dann feintunen, andere Layer hinzufügen, um performance-technisch was rauszuholen. Wenn ich jetzt den gleichen Prompt an die drei Modelle stelle, kommt da das gleiche Ergebnis raus? Wahrscheinlich nicht. Kommt das gleiche Ergebnis raus, wenn du zweimal die gleiche Frage an ChatGPT stellst? Auch nicht. Da wird wahrscheinlich irgendeine zufällig generierte Zahl für ein bisschen Zufälligkeit mit reingestreuselt, damit es nicht so gleich klingt. Es gibt ja auch die Funktion Versuch's nochmal bei ChatGPT beispielsweise. Da kriegst du dann ja auch eine andere Antwort. Von daher, nein. Weil das ja wahrscheinlich nicht für absolute Aussagen gilt. Also wenn die Frage ist, wie lang ging der 30-jährige Krieg, kann er nicht bei Zufall 29, 30 oder 31 entscheiden. Der kann höchstens sagen 30 Jahre oder 60.284 Tage oder so. Dürfte eigentlich nicht. Also kommt drauf an, wie gut das, wie wahr das Modell dann antwortet. Und wenn du jetzt sagst, wenn ich nicht mal im gleichen Modell die gleiche Antwort kriege und in den unterschiedlichen Modellen wahrscheinlich auch unterschiedliche Antworten, also wenn ich jetzt Google Bard frage oder OpenAI, was auch immer, kriege ich unterschiedliche Antworten. Wie verlässlich ist denn dann das, was da rauskommt? Wie gesagt, also im Idealfall weißt du, um was es geht. Also ähnlich wie wenn du jetzt für Projekten Freelancer engagierst. Kommt natürlich darauf an, was genau der Case und was der Job ist. Aber wenn du eine genaue Vorstellung von dem hast, was du haben möchtest und was du brauchst, dann ist die Chance natürlich größer, dass du identifizierst, was da an Ergebnis rumkommt. Und so ist es auch bei ChatGPT. Man muss immer selbst noch zumindest einen Überblick haben. Und auch wenn man es nicht ausführen kann, beispielsweise Blogartikel schreiben. Ich rede jetzt mal von mir. Ich kann überhaupt keine Texte schreiben. Ich brauche super lange, um die richtigen Worte zu finden. Dann schmeiße ich alles wieder weg, schreibe es wieder neu und ich werde einfach nicht fertig, damit Texte zu schreiben. Und ChatGPT nimmt mir das ab und ich würde aber von mir behaupten, dass ich dazu in der Lage bin, zu entscheiden, ob ein Text gut geschrieben ist oder nicht. Und die Fähigkeit ist dann quasi das, was den Text ausmacht im Endeffekt, also meine Entscheidungskraft über das Ergebnis. Du sprichst jetzt von einer Nutzergruppe, einer Zielgruppe, die, wie du sagst, ein Thema bestimmt zu einem bestimmten Bereich kennt und sich dann vielleicht tiefer einlesen will oder, wie du es gerade beschrieben hast, methodische Unterstützung holt. Du sagst, du kennst zwar die Inhalte, aber du bist einfach nicht gut im Phrasenformulieren. Ja. Fein. Jetzt bin ich Alex, 15, sitze in der Schule und soll über den 30-jährigen Krieg einen Aufsatz schreiben. Jetzt habe ich ja keine Ahnung vom 30-jährigen Krieg. Jetzt sage ich dem Ding, er soll den Aufsatz schreiben, dann habe ich immer noch keine Ahnung vom 30-jährigen Krieg. Woher weiß ich denn jetzt, wie gut das ist, was da rauskommt? Und was wäre dein Tipp für mich, dass ich A, weiß, dass das Sinn ergibt und B, wie ich vielleicht was mitnehmen kann aus dieser Geschichte?
Weil das ist ja ansonsten wie Bertelsmann aufmachen, rauskopieren, abschreiben, abgeben. Also wenn du wirklich gar keinen Bock hast, dann willst du einfach abgeben, weil das ist ja immerhin versucht. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwas mitnehmen möchtest, das ist genau das gleiche wie beim Programmieren beispielsweise. Also klar bringt's was, also das Produkt wird fertig oder die Aufgabe wird gelöst, aber du wirst beim nächsten Mal nicht besser darin. Also wenn du was mitnehmen möchtest und zumindest irgendwie halbwegs Interesse an dem Thema hast oder jetzt in der Schule natürlich also kein Interesse dran, aber eine gute Note erreichen möchtest, dann kann man sich vielleicht mal ein Buch dazu durchlesen oder ein Buch muss man dazu wahrscheinlich nicht durchlesen, aber du kannst ja trotzdem die Aufgabenstellung durchlesen, gucken, was man da sonst recherchieren sollte und dann Pi mal Daumen mal ein paar Stichproben machen, weil kann ja natürlich auch eine Webseite mit einer falschen Quelle gewesen sein, wo du es abgelesen hast. Stichproben können da schon helfen. Also mal unabhängig davon, ob ich mir jetzt eine gute Note erschleichen will oder keinen Bock habe auf eine Aufgabe, die ich verpflichtend machen muss in irgendeinem Kontext. Ich will ja trotzdem wissen, ob das stimmt, was da steht. Und wenn du dann als Tipp jetzt sagst, ich soll mir ein Buch durchlesen oder mir stichprobenweise Quellen, dann kann ich es ja auch gleich richtig machen. Gibt es irgendeine Chance, dass ich mir, wenn ich einen Prompt stelle, weiß, dass das valide ist, was da steht oder was du empfehlen würdest, wie ich das vielleicht relativ schnell hinkriege? Also so im Normalfall nicht. Es gibt ja die Kombis, beispielsweise bei Bing, den Bing-Chat. Ich weiß nicht, ob du da schon mal mit rumgespielt hast. Das ist quasi ChatGPT plus Bing-Suche. Also du sagst, recherchiere, welches Open-Source-Modell die AI-Community gerade zusammenzimmert, dann generiert Bing oder dieser Bing-Chat generiert die passenden Suchanfragen, die du dann in die Suche eingeben müsstest. Dann wird gesucht, dann werden die, keine Ahnung, ersten 5 Webseiten angeklickt, dann wird der Content davon zusammengefasst und daraus wird dann Konsens gebildet. Und so hast du dann ja theoretisch die Quellen mit dabei, also es steht auch immer dann dabei, wo diese Info gerade her ist, also wie du das belegen kannst. Und dann wärst du theoretisch auf der sicheren Seite. Aber du hast dann halt auch nur das, was auf den Webseiten steht. Und bei uns in der Schule war es ja auch so, Wikipedia ist eine schlechte Quelle. Und alle anderen SEO-optimierten Texte und Blogartikel sind wahrscheinlich auch eine schlechte Quelle, weil da Leute dann halbherzig recherchiert haben, um einen guten Blogartikel zusammenzuschreiben. Und von daher, ja, ein bisschen Wissen muss man da immer noch haben. Also zumindest ein Grundwissen oder einfach ein gutes Bauchgefühl, ob das so logisch Sinn macht, was da gerade steht. Oder ob da irgendwas auffällig komisch ist. Und wenn ich im klassischen ChatGPT und Chat unterwegs bin, kann ich dir dann dem Modell dann sagen, schreib mir einen Artikel über den 30-jährigen Krieg, bedien dich hauptsächlich Fachliteratur und keine Internetquellen und gib mir die Quellen dazu aus. Also ich habe schon mal probiert für Studien, also um Studieninhalte zusammenzusuchen. Und, oh, da fällt mir was ein, das ist jetzt irgendwie auch 2 Wochen her. Auf jeden Fall ist ein Anwalt auf die Idee gekommen, sich die Verteidigungsunterlagen, hat er sich auf jeden Fall mit ChatGPT generieren lassen. Mit Quellen, die gar nicht existieren. Und der hat im Endeffekt ein bisschen Ärger mit dem Gericht bekommen, weil er dem Richter Fake-Quellen vorgelegt hat und Fake-Fälle vorgetragen hat, die so gar nicht existiert haben. Also ist dann natürlich die Frage, möchte man das Risiko eingehen oder investiert man dann nochmal ein bisschen selber in die... Wie kann das sein, dass die Quellen fake sind? Kreatives Ding, ChatGPT. Also ChatGPT und diese LLMs, die funktionieren so, dass sie die Zeichen und Worte anreihen, die am wahrscheinlichsten sind. Da stecken Wahrscheinlichkeiten hinter, Wahrscheinlichkeiten, die Antwort zusammenbauen. Kann natürlich auch sein, dass da dann die Wahrscheinlichkeit gegen dich spielt und falscher Kram dabei rauskommt. Ich sage jetzt mal, für mich gibt es so 2 grundlegende, vielleicht 3 grundlegende Modelle, Möglichkeiten, Szenarien, warum ich das nutzen sollte, ChatGPT. Die erste Variante ist, ich suche Wissen, Informationen, die ich mit Goodwill, ich unterstelle jetzt mal immer positiven Ansatz, teilen möchte. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall validieren, ob das stimmt, was da dasteht. Mhm. Ja, ich habe gar keine andere Chance. Die zweite Variante ist, ich suche einfach Wissen für mich. Ich sitze zu Hause und frage mich, wer hat eigentlich den Aperol Spritz erfunden?
woher kommt das Wort Spritz? Und dann setze ich mich ran, frage und gucke dann, will ich ja auch wissen, ob es stimmt, ob das stimmt. Das heißt, ich muss es auch validieren. Und die dritte Variante ist, jemand anderes gibt mir eine Aufgabe und ich will die nicht so machen mit den ersten zwei Fällen, sondern mit dem, der jetzt kommt, nämlich ich will sie einfach abgeben. Das heißt, ich lasse jemand anderen die Antwort generieren, in dem Fall ChatGPT, dann muss ich ja auch validieren, ob das stimmt, weil der, der mir die Frage stellt, ja normalerweise die Antwort hat. Das heißt, in jedem Fall, wenn ich ChatGPT nutze oder irgendein anderes AI-Tool, das mir Ergebnisse gibt auf eine Frage, sollte ich doch irgendwie validieren, was da rauskommt. Und das mit den Stichproben fand ich einen coolen Ansatz. Und wenn ich jetzt schon weiß, dass die Quellen fake sind, muss ich es halt irgendwie anders machen. Ja? Also die Quellen, wenn du sagst, spuck mir Links aus, die kannst du natürlich anklicken und schauen, ob die existieren. So habe ich das beispielsweise gemacht. Ne? Also ich habe gesagt, gib mir die URL dazu. Und ich meine, das war ziemlich ernüchternd, da kam viel Quatsch bei raus. Ich glaube, das ging sogar gegen null. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Quelle dabei war, die richtig war. Also mir fallen jetzt pauschal ein paar Beispiele ein, wo wir auch über die Inhalte gesprochen haben. Wir hatten in dem einen Podcast mal das Ding, wenn Landwirtschaft in der Nähe von stark befahrenen Autobahnen sich abspielt, wird der Smog, werden die Abgase in die Früchte eingetragen. Und wie ist das beim Wein? Das war so die Frage an ChatGPT. Ja. Und als Ergebnis kam dann ein sehr relativ plausibel klingender Text mit zwei Quellen. Und die eine Quelle war irgendwas mit Weinbau, wo nichts mit Abgasen stand. Und die andere Quelle war eine Quelle, wo es um die Krebsentstehungswahrscheinlichkeiten geht mit Abgasen. Hatte aber nichts mit Landwirtschaft oder Wein zu tun oder sonst irgendwas. War eine Studie zu Krebs wird hervorgerufen durch CO-Abgase. Mhm. Also es war einfach Bullshit-Bingo zusammengemischt. Und also vielleicht, um das Ganze abzurunden, es ist sehr spannend, das zu hören, auch wie die Modelle arbeiten. Egal, in welcher Situation ich bin, ich sollte immer validieren, was da steht. Ja. Zumindest vielleicht selber nochmal eine Quelle googeln. Ich finde dieses Bing-Modell ganz geil. Ja, und das mit dem Validieren, das gilt natürlich auch für alle anderen. Auch wenn irgendeine Person vor einem steht. Mitdenken hilft immer. Egal wo man ist, wenn man selber ein bisschen mitdenken kann, dann ist man auf jeden Fall besser dran als andere. Ich stelle eine ketzerische Frage. Das heißt, alles, was ich dir erzähle in unserem Wein-Podcast, suchst du danach nochmal und schlägst es nach? Nö, aber so ein paar Sachen, also die schaue ich mir schon an nachher. Ja? Also oder, keine Ahnung, ich meine, du kennst, wie ich alles mögliche hinterfrage und dann nochmal genau nachhake. Auch wenn die Infos von Leuten kommen, die Experten sind. Ich weiß nicht, vielleicht bin das auch nur ich. Das kann natürlich auch sein. Also das schätze ich sehr an dir, dass du das machst, weil mir das auch immer wieder spiegelt. Es geht ja dann meistens auch nicht darum, dass das im bösen Willen passiert. Ja, im Endeffekt erlebe ich das bei dir gerade so in diesen Fällen, wo du sagst, wie wahrscheinlich ist das, dass mir jemand, der vermeintlich Experte ist, eine Sache sagt, dass die stimmt. Und es gibt ja schon Dinge, wo du sagst, das ist vielleicht seine Welt, also jetzt auf unsere beider Beziehung bezogen. Und dann stellst du fest, ja, ein Teil stimmt, aber da gibt's noch was anderes, was on top ist. Oder das ist total falsch, Alex, weil du hast das irgendwann mal falsch aufgeschnappt. Ja. Und das ist ja cool. Ja. Und nur weil jemand Experte oder eine Expertin für ein Thema ist, heißt es ja nicht, dass sie dann falsch liegt, sondern dass das der aktuelle Wissensstand ist. Also validieren. Genau, du kennst das ja aus irgendwie, das ist das Klassische, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Das ist so ein Beispiel dafür. Gerade wenn Leute lange in Unternehmen sind, dann hat man das schon immer so gemacht und das ist dann die Realität. Oh ja. Und ich war ja mal in der Beratung unterwegs. Es wird auch viel so getan, als wüsste man es. Und dann wird dann im Nachhinein nochmal gut nachgebessert und so. Und von daher, Leute sind nicht allwissend. Das ist auch okay. Niemand weiß alles. Niemand ist sich 100% bei allem sicher. Aber das muss man dann eigentlich auch als Mensch wissen. Und auch von anderen ausgehen, dass die nicht alles können. Ja. Und das gilt ja nicht nur für AI, wie du gesagt hast, sondern generell fürs Leben. Und ja, kleiner Insight, wir beide, du und ich, kommen ja im Podcast auch ab und zu von einem Thema ins andere und unterhalten uns darüber. Und wenn das neue Themen sind, die ich vorher nicht recherchiert habe, dann recherchiere ich sie im Nachgang. Und wenn die falsch waren, was ich erzählt habe oder mein Wissensstand nur teilrichtig war, dann korrigiere ich das oder nehme es raus. Ja, das ist ganz einfach. Ja, auch. Ja. Also auch in der Podcast jetzt, die Sachen, die wir hier recherchiert haben, kann auch sein, dass da was falsch bei ist. Vielleicht war ich auf der falschen Seite. Nee, ChatGPT war es nicht. Das war ich schon selber, aber vielleicht war ich einfach auf der falschen Seite unterwegs. Es gibt ja oft auch
Studien, da sagt die eine, es ist so, die andere sagt, es ist so, die kommen zur gleichen Zeit raus, wurden aber anders interpretiert von irgendwelchen Journalisten oder einer ist von der Lobby gefertigt, der andere ist von einem neutralen Institut gefertigt und dann kommt halt Schwachsinn raus. Von daher auch hier mitdenken und ruhig mal anzweifeln, was hier so gesagt wird. Ja, also ich glaube, das ist eine ganz gute Grundempfehlung in Richtung Schulen, in Richtung Universitäten. Und ich habe letztens mit einem guten Freund gesprochen, der hat einen sehr, sehr spannenden Satz gesagt. Er hat gesagt, in 1997, bis zu diesem Jahr, bist du in die Bibliothek gegangen, bist du in Buchläden gegangen, hast bei deinen Eltern unten im Lexika geguckt, wenn du irgendwas nachschlagen wolltest. Lässt Lukas gerade den Raum, als ob es so langweilig wäre, was ich gerade erzähle. Ich habe mein schlaues Lieblingsbuch gerade nicht parat. Nee, das ist ziemlich cool. Das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Das wird nochmal so einen richtigen Augenöffner. Also der spannende Punkt war tatsächlich, irgendwann kam Google und die Menschen haben angefangen, alles, was sie wissen wollten, zu googeln und natürlich auch Artikel zu schreiben und Schulaufgaben zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, ich sollte in der 11. Klasse mal einen Artikel schreiben über Bob Marley und der kam ziemlich aus dem Internet. Und was viele nicht wussten damals, nach 3 Jahren Google gab es halt auch schon die ersten Plagiatsprüfungen. Es hat dann so 5, 6 Jahre gedauert, bis es eine Webseite gab, die so gut, so plausibel war, dass du sagen konntest, okay, das ist definitiv abgeschrieben. Und das hat dann dazu geführt, dass auch bei vielen Leuten Arbeiten nachträglich, weil sie abgeschrieben waren, weil sie aus dem Netz kopiert waren, weil sie aus Büchern kopiert waren, storniert revidiert worden sind. Ja, gab es auch namhafte Politiker in Deutschland, bei denen das passiert ist, Schauspielerinnen und so weiter. Was uns vielleicht nicht bewusst ist gerade, alles, was wir mit ChatGPT schreiben, was Lukas das ganz cool erklärt vorhin, zum einen ist da ein gewisses Muster dahinter und eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich kann mit dem gleichen Modell heute schon sagen, ob ein Text mit dem Ding geschrieben ist oder nicht. Nein. Das ist natürlich eine Sache. Warum nicht? Schmeiß mir nicht meine Argumentation zusammen. Das habe ich auf der FH so gesagt. Das ist ein Tool. Ich meine, das hat OpenAI zusammengebaut. Es ist auf jeden Fall so ein AI-Detektor, mit dem Lehrer verzweifelt versuchen, Betrugsversuche aufzudecken. Und das Ding gibt aber False Positives raus. Also werden Texte als AI-Texte erkannt, die keine AI-Texte sind. Und es gibt auch extra Tools, die AI-generierte Texte umschreiben, sodass sie nicht mehr erkannt werden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie Horoskope lesen. Also wenn ich jetzt einen Text von ChatGPT schreiben lasse und kopiere den in einen neuen Chat und frage den, hast du das geschrieben? Dann sagt er doch ja oder nein. ChatGPT? Mhm. Habe ich noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Also ich habe schon ausprobiert. Und sagt dir das auch, wenn du einen Text geschrieben hast? Ach, du meinst den Gegencheck? Nee. Hm. Und ich habe auch noch ein anderes Tool gehabt, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da hat er dann gesagt, it's not AI, it's more likely to be AI and it's definitely AI. Ich mache jetzt mal irgendwie, könnte von einer künstlichen Intelligenz erzeugt worden sein, aber es könnte genauso gut von einer menschlichen Person stammen. Ah, okay, er macht das an so Sachen fest wie, also ich habe geschrieben, hallo, mein Name ist Lukas. Er sagt jetzt, es ist ein einfacher, direkter Satz. Und es gibt keine eindeutigen Anzeichen dafür, wer oder was ihn erzeugt hat. Wenn mehr Kontext oder zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen, könnte ich eine genauere Einschätzung geben. Es hat wahrscheinlich dann damit zu tun, wie der Satzbau ist. Also ob Fehler drin sind, das kannst du ja auch nachträglich einbauen. Also die Kriterien rausnehmen aus dem Text. Es gibt Quillbot, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist so ein Tool zum Paraphrasieren von Texten. Also da kannst du sehr gut für Leute, die ein Plagiat erzeugen wollen, aber nicht auffallen wollen, die können ganze Arbeiten reinschmeißen und dann auf Paraphrasieren klicken und dann werden die ganzen Sätze umgebaut. Also das ist nämlich der vorherige Use Case gewesen für den Quillbot beispielsweise, um so Plagiatsprüfungen bei Abschlussarbeiten quasi zu umgehen. Und so ist es mit den AI, also so habe ich es auf, ich habe es auf Reddit gelesen, also leg dafür jetzt keine Hand ins Feuer, aber das zweifle ich mal an, dass es auf jeden Fall hundertprozentig oder irgendwie erkannt werden kann. Das spannende Thema ist ja was anderes. Ein Plagiatscheck einer wissenschaftlichen Arbeit heißt ja, du hast keine Texte, außer du hast sie als 100% Zitat gekennzeichnet, von irgendwo hergenommen. Und jetzt ist das natürlich nicht schön, wenn du deine wissenschaftliche Arbeit oder deine Aufgabe oder was auch immer mit ChatGPT löst, ohne da Hinschmalz reinzustecken und vielleicht nicht mal validierst, was du da schreibst. Aber nehmen wir an, du hast es validiert und es stimmt, was dir das Ding ausgibt.
dann kannst du den Text ja so erstmal verwenden. Das wäre ja quasi so wie einen Ghostwriter für eine wissenschaftliche Arbeit zu haben. Der Witz ist, egal ob du jetzt das bei Geekflare und ChatGPT-Checker und GPT-Zero und sowas reinkopierst, und selbst wenn dieses Ding 100% richtig läge, du hast ja nichts kopiert. Es gibt ja keine Quelle, die vorhanden ist, wo du zeigen kannst, dass der Text, den du da in deiner Arbeit hast, abgeschrieben ist. Ja, das weiß man. Also das ist bei AI nicht ganz klar. Also das haben Tools wie Jasper AI, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so stark auf SEO ausgerichtet, ne, und nur Blogartikel schreiben und so. Die haben Plagiatschecker extra mit drin, weil die sagen, es ist nicht gegeben, dass das wirklich auch kein Plagiat ist, was hier rauskommt. Und die nutzen oder haben zu der Zeit, bevor ChatGPT rauskam, haben die GPT-3 benutzt, also das Vorgängermodell von ChatGPT. Können wir ja schon vorstellen, dass da hin und wieder noch Plagiate bei rauspurzeln. Ach so, weil der auf Bücher zugreift. Und Texte. Und also er hat ja mit was gelernt und wenn er das sehr ähnlich wiedergibt, dann hast du da eventuell ein Plagiat drin. Das kann schon. Das würde dann bedeuten, wenn ich einen ChatGPT-generierten Text in meine Arbeit schreibe und die läuft durch einen Standard-Plagiatscheck, der auf die Literatur der Menschheit zugreift, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Text von da sein könnte. In Klammern, weil ChatGPT sich jetzt nicht super Mühe gibt, wenn eine Quelle validiert ist. Macht Sinn. Ich habe mir parallel gerade noch mal ein bisschen rumgegoogelt. Es ist hier ein Blogartikel über AI Detection vom 4. Juni. Das ist ja, das war ja jetzt erst gerade. Und zwar haben die welches Tool genutzt? Can ChatGPT plus Quillbot create an undetectable AI Content? Und die Detection Rate, ich weiß nicht, welches Tool die benutzt haben. Das wollte ich gerade noch schnell rausfinden. Auf jeden Fall hat das Tool 100% AI detected beim ersten Versuch. Und nachdem die es bei Quillbot reingeschmissen haben, ist das gedroppt auf 52% Wahrscheinlichkeit AI generated. Also ich habe eine 50-50 Chance, wenn ich was mit AI klaue und es von Quillbot umschreiben lasse, dass trotzdem beim Plagiatscheck anerkannt wird. Als genau, Plagiat. Aber dann auch in solchen Fällen. In den USA, da hat wohl irgendjemand mit, oder war es in den USA? Ich lasse das Land mal raus, das ist, könnte falsch sein. Auf jeden Fall hat ein Schüler bei Klausuren betrogen oder es wird vermutet, aber also die Vermutung kam von so einem Detection Bot, aber ich meine, das ist fallen gelassen worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil die können es halt nicht nachweisen. Also sie haben halt nur so einen Wahrscheinlichkeitsscore, aber sie können weder mit genauen Quellen nachweisen, okay, also bei den normalen Plagiaten, da kannst du ja sagen, okay, hier sind jetzt 5 Sätze, die sind 1:1 aus Quelle X übernommen. Das kann wahrscheinlich, also das ist Wahrscheinlichkeit gegen Null, dass es Zufall ist und du hast es hier vermurkst. Aber wenn du halt nur so einen Score hast, wo steht 100% AI generated, aber du kannst nicht beweisen, wo der Text dann sonst herkommt, also wenn es kein Plagiat ist und sonst was, dann ist ja kein eindeutiges Zeichen, ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr den Anspruch habt, sinnvolle Informationen, richtige Informationen mit der Welt zu teilen, und den Intellekt der Menschheit wertschätzen möchtet, dann validiert zumindest, was da rauskommt, bevor ihr es irgendwo hingebt. Und richtig Sinn macht, wenn ihr euch recherchemäßig damit beschäftigt und euch ein bisschen einarbeitet und das einfach als Unterstützung nehmt, wie Lukas das beschrieben hat. Methodisch ist das sensationell. Da kann man sicherlich sehr, sehr viel effizienter arbeiten damit. Und ich glaube, das wird auch den Unterschied machen in den nächsten paar Jahren, wenn ich im gleichen Job wie jemand anderes bin und bin eben in der Lage, meine Arbeit effizienter zu gestalten, schneller zu sein, dass ich da einen Vorteil haben werde. Ja, und alle, die jetzt aktuell, wo AI noch nicht so angekommen ist, ein bisschen entspannteren Arbeitsalltag haben wollen, macht ja auch natürlich da Sinn, dann nicht zu verraten, dass man für die Aufgaben nur noch 10 Minuten gebraucht hat, weil ChatGPT ausgeholfen hat. Habe ich letztes Mal irgendwo gesehen, hat jemand die Aufgaben einfach innerhalb von wenigen Minuten mit ChatGPT generiert, die waren qualitativ besser und er war viel schneller fertig. Aber er hat gesagt, dass, wenn ich das irgendwann erzähle, dann kriege ich 3-mal so viele Aufgaben aufgedrückt. Deswegen halte ich es jetzt erstmal geheim für mich. Es gibt einen sehr, sehr coolen Ansatz, insbesondere in der Beratungswelt. Ich finde den ehrlicherweise ziemlich cool. Gerade in der Beratung kommst du oft aus dieser Ecke. Du machst eine Schätzung, wie lange etwas dauert. Gilt natürlich auch für handwerkliche Berufe und so weiter.
Und schreibst dann deine Schätzung aufgrund deiner Erfahrungswerte auf, das dauert so und so viele Stunden und es gibt einen Stundenlohn. Und eigentlich wirst du, wenn du nach Stunden abrechnest, dafür bestraft, dass du schnell und effizient arbeitest. Ja? Das heißt, wenn du einen Job machst in 4 Stunden, für die jemand anders 8 Stunden braucht und du nicht die Relation hast, dann wirst du dafür bestraft, weil du könntest ja eigentlich 8 mal 150 € verdienen die Stunde, verdienst nur 4 mal 150 €, das heißt, dir fehlt die Hälfte. Deswegen finde ich das Modell sehr, sehr viel spannender zu sagen, was ist das Produkt, was rauskommt? Ich mache vielleicht eine Schätzung dazu und sage dann, dieses Produkt ist in der Erstellung im Wert so und so viel Euro wert. Und das gebe ich dann in Richtung meiner Kundschaft. Das heißt, wie lange ich dafür brauche, ist eigentlich egal. Weil wenn nämlich das, was du gerade beschreibst, rauskommt, bin ich vielleicht sogar bereit, mehr zu zahlen. Ja? Wenn ich ein Logo entwerfe, zum Beispiel irgendwas Grafisches mache, ich sage denen, das dauert 4 Wochen und kostet 10.000 €. Oder es dauert eine Woche und kostet 20.000 €. Bin ich mir sicher, dass viele sagen würden, okay, es geht schneller, es ist vielleicht sogar besser, ich habe es zeitnah, ich kann schon 3 Wochen damit üben, testen, Marketing aufbauen, was auch immer, ich gebe dafür mehr Geld aus. Also ich finde das Modell sehr, sehr spannend zu sagen, vielleicht werde ich zukünftig effizienter und die Menschen denken eher danach darin, nicht Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern Produkt gegen Geld oder gegen anderes Produkt. Da, wo wir auch mal ursprünglich herkommen in der Menschheit beim Handeln. Ja, das stimmt. Bezahle deinen Anwalt nicht für die Zeit, sondern für das Ergebnis. Weil jeder versucht, für sich selbst zu optimieren und genau die gleichen Sachen, die du gerade gesagt hast. Man braucht so lange, wie Budget da ist. Mein Lieblingsanwaltsbild geht genau darauf. Mein Papst ist Anwalt und ich habe den zu gerne wiedergegeben. Es sieht für einen Angeklagten richtig schlecht aus. Ja, und er geht zu seinem Anwalt hin und sagt: Wenn Sie mich dieses Mal wieder raushauen, zahle ich Ihnen 50.000 extra. Wenn ich mit einem halben Jahr davon komme, mit einem halben Jahr Knast, zahle ich 50.000 extra. Sagt der Anwalt, alles klar. Geht in die Verhandlung, kommt raus, total schweißgebadet. Wir haben es geschafft, halbes Jahr Knast. Geil, schiebt die Kohle rüber, sagt vielen Dank. Er sagt der Anwalt, das war echt hart, der wollte Sie wirklich freisprechen. Tja. In diesem Sinne, Leute, probiert ChatGPT aus, probiert AI-Tools aus, spielt damit, lernt, wie man die Dinger richtig bedient, verifiziert, was da rauskommt, tragt es in die Menschheit, arbeitet effizienter und nutzt die gewonnene Zeit mit euren Liebsten. Yes. Lukas, vielen Dank, war eine geile Folge. Ja, finde ich auch. Ebenfalls. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wir sehen uns am Donnerstag. Peace out.